So, dann haben wir diesen Punkt der individuellen Geschäftspapiere. Und da ist noch ein Punkt. Thiotaler. Thaler? Ja. Nee, jetzt, Leon müsste das. Wir könnten jetzt, wenn wir das System jetzt, aber also diesmal müssen wir es immer laufen haben, individuelle Geschäftspapiere. Das nur ganz kurz, also Kunde soll sich wohlfühlen, war so ein Punkt von Harry. Ja. Vorlagen für Geschäftspapiere werden mitgeliefert, also wir haben eine bestimmte Anzahl von Vorlagen. Die könnt ihr einfach in das System reinholen und vor allen Dingen könnt ihr diese Vorlagen auch selber bearbeiten oder, weil das ein bisschen technisch ist, können wir das auch für euch machen, das macht dann der Support. Ja. Wir sind jetzt hier, das seht ihr ganz oben, sind wir in der... Groß und klein, weiß nicht, jetzt sind wir groß drin. Okay, wir sind jetzt hier im Rechnungsmodul drin und können jetzt zum Beispiel über das Menü Datei, ja, nennt sich Spezialbericht, sehr technischer Name, ja, kann man sich jetzt so ein Rechnungslayout holen und jetzt kann man in diesem Rechnungslayout sehr, sehr viel grafisch gestalten. Das ist so wie andere Grafikprogramme, die auch nicht super einfach sind, da muss man lernen, ist halt... aufwendig, wir können das ziemlich schnell machen, könnt ihr auch selber reinarbeiten, kann alles machen, das Logo kann dahin, die Beträge, die Position, alles so wie man es haben will, könnt ihr komplett selber machen und vor allen Dingen, es kann grafisch gemacht werden und es muss nicht programmiert werden. In den meisten Programmen werden die Rechnungslayouts programmiert und das ist ein ziemlicher Aufwand und eine ziemliche Einschränkung. Also ganz zu Anfang mussten wir das auch tun und das war dann aufwendig, hässlich, unflexibel.